Fahrrad kaputt, jetzt sitze ich im Bus. Ach du Weg. Moin Freunde, wir haben schon wieder 30 Kilometer auf der Uhr. Der Morgen war ganz entspannt, Kaffee getrunken, so ein Real Field Meal gegessen. Und dann habe ich im Rucksack noch einen Cliff Bar gefunden, den habe ich jetzt auch noch gegessen. Und davor hatte ich noch ein Brötchen mit dem gekauften Käse, dass der nicht wegkommt. Und ja, kalorienmäßig passt's. Trotzdem habe ich mega Hunger auf was Warmes, Geiles, weil ich ja gestern habe ich nichts Warmes gegessen, nur die Brötchen und halt diese Fertigmeals. Aber ich rede davon was Gekochtem, Frischem. Da habe ich schon wieder heute extrem Bock drauf. Ist auch egal, wir ballern jetzt weiter. Die Grenze nach Ungarn müsste jetzt gleich kommen oder in wenigen Kilometern. Und ja, dann sind wir in Ungarn. Wetter ist scheiße, habt ihr gesehen. Es regnet. Es hat gestern Abend brutal noch geregnet. Ich habe euch ein paar Szenen aufgenommen. Habe ich auch lange nicht gehabt. So starken Regen. Dieser eine Regen, diese eine Nacht, wo wir durch den Regen gefahren sind, war schon nicht schlecht. Aber das war nochmal richtig heftig. Es war wirklich so laut, ich habe gedacht, das Zelt bricht gleich zusammen. Aber das muss ich dem Nimo-Zelt positiv anrechnen, innen drin alles trocken. Und als ich morgens dann das Zelt abgebaut habe, also heute Morgen, war auch der Boden trocken und es ist nichts durchgekommen. Und es war wirklich krasser Regen. Also besser kann man ein Zelt gar nicht auf Wasserdichtigkeit testen. So Freunde, ich fahre weiter, bis später. Freunde, ich war hier gerade in so einem Supermarkt. Das ist der erste Supermarkt in meinem Leben, der kein stilles Wasser anbietet. Die haben kein stilles Wasser, nur Sprudelwasser. Krass, oder? Habe ich noch nie erlebt. Noch nie. Ich trinke mein ganzes Leben lang schon eigentlich stilles Wasser, nur ab und zu Kohlensäure oder halt Cola. Das ist der erste Supermarkt, der kein stilles Wasser hat. Absolut krass. Ja, wir sind bei 75 Kilometern. Ja, 75 Kilometer haben wir heute schon drauf. Ich habe vor, 125 zu fahren. So Freunde, 80 Kilometer für heute, 85 Kilometer für heute auf dem Tacho. Ungarn, ab geht's. Bin mal gespannt, was ich später für Schlafplätze finde. Hier sehe ich jede Menge Wald. Schauen wir mal. Also weiter geht's. Bis dann.
Ja, Freunde, so sieht das übrigens aus, wenn ich einen Schlafplatz suche, Gelände erkunden, Bodenbeschaffenheit überprüfen, passt mein Zelt hier hin, werde ich leicht gesehen, könnte hier morgen der Bauer langfahren und so weiter. In diesem Fall war es nichts, zu offen, keine Stellfläche fürs Zelt und auch keinen Sichtschutz. Also ging die Suche mal wieder weiter. Komm, wir fahren den Weg einfach weiter. Auf geht's. So, Freunde, jeden Abend das gleiche Spiel. Ich melde mich aus dem Zelt. Heute wieder mit Lichtdisziplin, also hier Rotlicht, kein helles Licht. Wir sind mitten in einem Kaff auf so einem Abladeplatz für Schutt und ja, Baugeräte und sowas. Und deswegen lieber ein bisschen undercover bleiben. Kein Bock, dass die Leute mich von außen erkennen, wenn ich das Licht anhabe. Das helle Licht, das weiße Licht. Und ja, nur dazu schon mal. Ungarn, 115 Kilometer heute geballert. Das erste ungarische Bier ist auch schon runter. Ungarische Pizza schmeckt richtig gut. Die war richtig, richtig lecker. Ja, zum Bier gibt's eine coole Story. Ich wusste nicht, ob man prostet in Ungarn. Mich interessiert es einfach immer, wenn ich in irgendeinem Land ankomme, wie sagt man Prost oder so, halt so gängige Dinge. Und die Frage ist mir aufgekommen und über Insta hat der Kollege mir dann einen Link geschickt und hier in Ungarn prostet man mit Bier, prostet man nicht, weil das irgendwie an eine Revolution erinnert. Da wurde dann irgendwie Österreich, so die ganze Story, da wurde mit Bier angestoßen und damit das nicht wieder daran erinnert, macht man das halt nicht hier. Mit Schnaps und Sekt macht man schon, aber da muss man dann auf die Aussprache achten. Wenn man es dann falsch ausspricht, heißt es dann nicht zum Wohl, sondern für den Arsch. Auch ganz witzig. Werde ich euch unten verlinken, könnt ihr euch mal durchlesen. So kleine Geschichten mag ich ja ganz gerne über Länder. Da gibt es ja immer ganz verrückte Geschichten. Ja, und ansonsten, morgen geht's weiter. Wir sind ja bald in Kroatien, sind noch so 2 oder 3 Tage. Morgen fahren wir am großen Plattensee vorbei. Ich habe noch so 15 Minuten Akkulaufzeit. Wenn das keine Schutzzone da ist, dann würde ich die da steigen lassen. Da könnt ihr mal den See sehen. Wetter ist beschissen, bewölkt, ab und zu regnet's. Aber egal, machen wir das Beste draus und alles entspannt. Ich habe trotzdem Bock. Kilometer ballern, Landschaft sehen. Ist schon cool hier. Und ja, ich bin ja eh großer Fan von der osteuropäischen Region. Hat einfach irgendwie ein bisschen mehr Charme. Ich mag es nicht so perfekt und schön und ja, so westlich. Gefällt mir einfach nicht so der Stil und ist mir einfach hier gemütlicher. Ja, was nicht heißt, dass ich es bei uns im Westen jetzt nicht mag. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. War wieder super spannend heute. Ich habe mich so gefragt, wenn jetzt die Folgen dann bei YouTube erscheinen, dann ist es ja eigentlich immer das Gleiche. So morgens Kaffee trinken, frühstücken, Kilometer ballern
und so weiter. Aber könnt ihr mal unten in die Comments schreiben, ob es für euch langweilig ist oder ich habe da einfach gar kein Gefühl für. Ist ja auch egal. Freunde, gute Nacht, bis morgen früh und haltet die Ohren steif. Also, ciao. Moin Freunde, ich hoffe es geht euch gut. Die ersten 25 Kilometer sind schon wieder auf dem Tacho. Das erste Twix ist reingeladen, Wasser aufgefüllt. Ideale Voraussetzungen. Helm ist auch mal wieder auf dem Kopf. Gestern hatte ich keinen Bock auf den Helm, sag ich ganz ehrlich. Will ich mich auch nicht für rechtfertigen müssen, wieso ich keinen anziehe. Manchmal fühle ich mich einfach sicher auf der Strecke. Die Straße ist breit genug. Die Autofahrer fahren okay. Dann lasse ich ihn einfach ab und ja, jetzt hier im Wald ist es saugefährlich wegen den Ästen und so. Da habe ich ihn mal wieder angezogen. Nee, Quatsch. Ich war eben auf einer Strecke, da war die Straße ziemlich beschissen, ziemlich eng. Die Autofahrer ein bisschen assi unterwegs. Da habe ich ihn lieber angezogen. Ja, immer situationsbedingt einfach. Aber wie gesagt, ich will mich dafür nicht rechtfertigen müssen, wenn ich keinen auf habe. Fertig. Ja, ich habe Bock auf den See, freue ich mich drauf. Der wird so, glaube ich, in 50 Kilometern kommen, also so nach 70, 80 Kilometern. Und bin ich mal gespannt, ob das Wasser auch zur jetzigen Zeit dann so schön türkis ist, wie auf den Fotos. Und ja, ich habe nicht so gut gepennt. Lag nicht am Ort, aber keine Ahnung, vielleicht war ich gestern einfach zu platt. Bin ein bisschen müde, aber insgesamt fühle ich mich gut. Knie machen ein bisschen Probleme, liegt aber einfach nur am Sattel, weil man zum Anfang oder weil man seinen Sattel ja so einstellt, wie man normalerweise sitzt. Und mit Fortschreiten der Tour tut natürlich auch der Arsch mit der Zeit weh. Und man setzt sich dann immer so ein bisschen weiter nach vorne oder nach hinten. Und dann ist die Knieposition wieder eine andere. Und deswegen habe ich so ein bisschen Knieprobleme gerade. Aber das ist alles muskulär. Ist auch alles ein bisschen hart und verspannt. Dann drückt es natürlich auf die Knorpel und schmerzt ein bisschen. Aber das ist ja nur temporär. Nur, dass ihr das auch wisst, ich fahre die Tour hier nicht ohne... einfach nur mal so aus dem Handgelenk raus. Ja, also ich habe auch meine kleinen Problemchen. Das will ich euch nicht vorenthalten. Freunde, ich fahre weiter, schon wieder genug gelabert. Reingehauen.
Ja, mach mal Platz da vorne jetzt hier. Es reicht jetzt. Ich muss los zur Arbeit. Auf jetzt hier. So, nachdem ich mir im Restaurant zwei Bier reingezogen habe und schön Gulasch und Salat, bin ich dann mal weitergefahren. Und das Coole war, da war eine Frau, die hat für mich angehalten, um mir zu sagen, dass ich hier links hochfahren kann. Geht schneller, sagt sie. Dann habe ich gesagt, nee, ich will extra die Landstraße fahren, damit ich nicht so viele Höhenmeter fahren muss. Ist sie weitergefahren, ich auch. Und dann ist sie 500 Meter weiter wieder stehen geblieben und hat gesagt, hier ist auch noch ein Weg, kannst du auch hochfahren. Ist ein Fahrradweg. Und da ich ja so ein bisschen daran glaube, dass Gefahren oder der Tod einem immer so eine Vorschau geben oder eine Vorwarnung, habe ich mir gedacht, okay, wenn die Frau jetzt schon zweiten Mal stehen geblieben ist für mich, um mir zu sagen, dass ich von der Landstraße runter soll, um diesen Weg zu nehmen, dann höre ich jetzt auf sie und mach das. Vielleicht lohnt es sich ja oder schützt mich vor irgendwas. Und dann bin ich jetzt hier hochgefahren, diesen Weg. Der ist auf jeden Fall abseits meiner Route. Und coolerweise stehen hier einfach verlassene Busse. Alte, kaputte Busse, verrostet. Und hier noch so ein, ist ein Gabelstapler, aber irgendwie noch so ein bisschen, so sieht ein bisschen auch aus wie ein Abschleppstapler, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig geil hier die Sachen, die hier rumstehen. Habe ich mich ein bisschen reingesetzt. Das sind so die Sachen. Manchmal muss man auf andere Menschen hören und dann läuft es ein bisschen besser. Jetzt habe ich zwar Höhenmeter gefahren, aber habe dafür auch hier so ein bisschen Lost Place mäßig so alte Busse hier stehen. Finde ich cool. Habe ich mich jetzt hier ein bisschen beschäftigt mit, mir das mal angeguckt und fahre jetzt weiter. Wollte ich euch nur von berichten. Freunde, es geht weiter. Ciao. Es wird langsam dunkel. Wir haben heute 125 Kilometer drauf. Ich möchte aber noch mindestens 25 fahren, denn wir haben insgesamt jetzt noch 185 Kilometer vor uns, bis ich am Zielort ankomme. Und wenn ich das heute nicht noch ein bisschen wegballer, dann hätte ich morgen eine ziemlich lange Tour. Und ich möchte das einfach so 50-50 aufsplitten, dass ich heute auf 150 komme oder ein bisschen mehr und morgen dann auch nochmal so 150 habe. Ich will morgen früh ein bisschen früher aufstehen, dass ich dann auch mehr Tageslicht habe und auch ein bisschen entspannter fahren kann. Und Plattensee war jetzt nicht so der Hit mit dem Fahrrad. Natürlich, wenn man sich irgendwo da auf die Berge begibt, da sind Berge in der Nähe auf der anderen Seite, dann hat man da bestimmt einen sehr guten Blick auf diesen See und das Wasser
beziehungsweise die Wasserfarbe kommt dann auch gut durch. Aber mit dem Fahrrad vorbeizufahren, das war jetzt, ja, sage ich mal, sehr unspektakulär. Ich habe mich da einmal kurz ans Ufer gesetzt. Ist einfach halt nur flach. Man hat die Größe wirkt gar nicht auf einen. Und ja, wenn man dahin möchte zu diesem Plattensee, dann würde ich empfehlen, dann vielleicht auch in die Berge zu gehen, dass man von oben schön einen Ausblick auf den See hat. Dann ist der bestimmt auf jeden Fall ein Highlight. Für mich war es jetzt absolut kein Highlight. Deswegen bin ich auch relativ zügig vorbeigefahren, habe euch da nicht viel gezeigt, weil auch die Wege nicht direkt am See verlaufen, sondern mit 500 Meter Abstand und Wald dazwischen auf Fahrradwegen. Wie gesagt, war dann für mich nicht so spektakulär. Gut, Freunde, ich baue jetzt gleich um. Licht geht wieder an. Es wird wieder so eine kleine Nachtfahrt. Jetzt aktuell fahren wir durch den Wald. Ich hoffe, später nicht so viele Straßen. Eventuell kommen wir sogar heute noch in Kroatien an. Ich bin mir noch nicht so sicher. Das müsste ungefähr genau am Schlafplatz dann sein, wo ich ankomme. Vielleicht auf der Grenze, keine Ahnung. Freunde, ich fahre weiter. Bis gleich. So, Freunde, ich muss ein paar Meter schieben. Ihr habt es ja gerade gesehen. In dem Sand driftet man hier ständig rum. Und es gibt so Teile, da ist der Sand schön fest, da kann man dann schnell fahren. Und auf einmal fährt man mit dem Fullspeed in den weichen Sand rein und legt sich fast ab. Jetzt schiebe ich lieber dieses Stück hier und fahre dann weiter. Oder ich probiere es jetzt gleich nochmal. Aber es ist richtig nervig. Mal sehen, wie lange diese Strecke geht. Also Freunde, ich fahre weiter. Ach, du Weg. Wer macht denn sowas, ey? Mit dem Fahrrad durch den Sand laufen, am Strand. So könnt ihr es euch vorstellen. Das Bike ständig am Hin- und Herrutschen. Boah, was ein Abgefacke. Das ist ein richtiges Abgefacke um die richtige Uhrzeit. Das sind diese Geschichten, die man im Nachhinein immer feiert. Weil da erinnert man sich immer dran. Da weiß ich ganz genau, ey, als ich auf dem Weg nach Kroatien war, ich war eigentlich schon fast am Ziel, da musste ich noch durch diesen Sandwall. Das werde ich nie vergessen, ey. Was ein Kampf hier. Ekelhaft. Freunde, wir haben den Abschnitt geschafft. Boah, war das jetzt anstrengend. Ich denke, das waren 5 Kilometer. Und wir haben jetzt, ich glaube, wir haben eine Stunde gebraucht für 5 Kilometer. Eine Stunde für 5 Kilometer haben wir gebraucht. Wegen diesem blöden Sand. Heftig. Und jetzt muss ich ballern, weil jetzt haben wir 9 und es hat sich nichts an der Kilometerzahl getan. Fuckt mich richtig ab. Freunde, es gibt wieder Lichtdisziplin. Ich muss auch leise sein. Wir haben jetzt 12:30. 165 Kilometer haben wir das immer gefahren. War ziemlich wild. Ja, ich will nicht so viel labern. Wir quatschen morgen früh wieder. Gute Nacht.
Moin Freunde, letzter Tag, letzte Etappe, 140 Kilometer. Hier seht ihr meinen Schlafplatz, hier habe ich gepennt, ich habe das Zelt schon abgebaut. Und ja, ich habe es einfach ein bisschen eilig gehabt, wir haben jetzt gleich 10 Uhr. 10 Uhr wollte ich Abfahrt haben, damit ich dann so nachmittags in Kroatien ankomme am Ziel. Und ja, Schlafplatz war okay, hier ist zwar so eine kleine Straße, aber da waren nur 2-3 Autos, die hier heute Morgen lang gefahren sind. Oben die ja, Hauptstraße von dem Dorf hier. Es sind ein paar laute LKWs gefahren, aber es war jetzt nicht so schlimm. Bisschen abschüssig ist es hier, aber insgesamt habe ich ganz gut gepennt. Und heute Abend schlafe ich ja dann wieder in einem Bett. Von daher passt es auf jeden Fall. Bin motiviert, hab Bock. Zum Glück habe ich gestern Abend noch die 165 Kilometer abgeschrubbt. Und somit habe ich heute nur entspannte 140 Kilometer. Gut, Freunde, die gehen wir jetzt an. Und ja, wir sehen uns. Schaut euch mal diese Straße an. Schier endlos. Keine Markierung. Keine Autos. Hat schon ein bisschen was Apokalyptisches wieder. So, Freunde, jetzt sind wir in Kroatien, fahren direkt über die Drava. Hier, das ist die Drava. Und die Drava weiter runter mündet dann in die Donau wieder. Und dann kommt man über die Donau durch Belgrad. Hatte ich schon mal abgecheckt, diese Route. Auch ganz cool. Auch ein schöner Fluss. Aber dann. Das ist Frankfurt. Da. Osijek, Bielo Bielo. Wow. Go, Eugenia.
So, noch 30 Kilometer oder ja, 25 Kilometer nach Osijek. Ist auch eine große Stadt in Kroatien. Und von da aus nochmal 10 bis 15 Kilometer an meinen Zielort. Ist ein kleines Kaff. Und da bin ich dann noch ein paar Tage. Und dann geht's wieder nach Hause, aber ohne Fahrrad. Das mache ich alles mit der Post. Das ganze Zeug zurückschicken. Und, ja, bis dahin ballern wir noch. Ich bin jetzt ein bisschen ungeduldig, sage ich ganz ehrlich. Ich will jetzt endlich ankommen, weil auch die Strecke jetzt hier nicht mehr so schön ist. Also Ungarn und Kroatien sind jetzt nicht so bekannt für die geilsten Fahrradwege. Jetzt gerade das Stück geht, ist hier durch ein Dorf, extra Fahrradweg, aber ansonsten fährt man größtenteils Landstraße. In Ungarn bin ich drei Viertel Landstraße gefahren, war irgendwie nicht so geil. Hier ist es jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser, gibt es schon ein paar mehr Wege, aber naja. Freunde, ich baller mal weiter, so circa zwei Stunden denke ich sind wir da. Und dann werde ich mich nochmal melden. Und dann gibt es später auf jeden Fall ein gutes, kaltes Jellen, was gegrillt ist, ein Salat, was gesundes auch auf jeden Fall. Und ja, da freue ich mich richtig drauf. Weil die letzten Tage habe ich relativ viel Junkfood gegessen. Man kann das mit dem Ballern, kann man das machen, wenn man so viel Fahrrad fährt. Wenn man so viel Fahrrad fährt und das ganze Zeug auch verbrennt und der Kreislauf, Stoffwechsel, alles schön durch die Organe gepumpt wird und gereinigt wird, dann geht das alles. Aber das hört jetzt auch wieder auf und dann wird wieder normal gegessen. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich mich immer so ernähre und dass ich das gut finde, ne, Freunde. Man soll schon mal alles in Maßen, sag ich immer. Oder sagt jeder eigentlich. Alles in Maßen. Menge macht das Gift. Hier und da eine Cola, hier und da ein Snickers, hier und da eine Pommes oder Chips. Ist schon okay, jeden Tag ist aber scheiße. Genug gelabert, Freunde. Ach, Gott, ey. Ich baller weiter. Ciao. Freunde, 1160 Kilometer, wir sind durch. Bielobedo, das ist das Dorf, wo ich jetzt noch ein paar Tage bin. War eine geile Tour, hat gut geballert. Jetzt heute haben wir noch mal 150 Kilometer weggeklotzt. Die waren jetzt echt ziemlich brutal, nur Landstraße. Ich habe sehr viel Staub gefressen und Gegenwind hatten wir auch. Ich bin ehrlich mit euch, ich will jetzt abschließen, ich will jetzt ein kaltes Bier saufen, ich will mich duschen gehen, was essen. Ich habe mir überlegt, vielleicht nochmal so ein Fazit zu der Tour zu machen, als Extra-Video. Und ja, dass wir da dann nochmal drüber sprechen, was funktioniert hat, was nicht geklappt hat, Tipps, Empfehlungen und so weiter über solche längere Touren. Ich konnte auf jeden Fall auf der Tour viel für mich lernen, auch so an Ausrüstung, was beim Bikepacken wichtig ist mitzunehmen und was vielleicht eher nicht. Da konnte ich einiges feststellen, was man ausmisten kann. Und ja, bei den Skills natürlich auch, konnte ich auch ein bisschen was lernen. Auch beim Fahrradfahren kann man bei solchen Touren einiges lernen. Und da können wir in dem extra Video nochmal drüber sprechen. Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Schaut unten in die Videobeschreibung, da gibt's alles zur Ausrüstung. Ihr findet dort auch einen Link zu meinen Patches, zum Shop. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Tour. Danke, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Ciao.